zusammen, ich bin Daniela, ihr schaut das Diffus-Magazin und heute bei uns zu Gast ist Thees Ullmann, beziehungsweise eigentlich ist es andersrum, wir sind bei dir zu Gast, Thees, weil wir sind heute in der Astro-Stube in Neukölln, in der du schon das ein oder andere Interview auch gegeben hast und immer wenn du zu diesem Ort befragt wirst, dann sagst du, oder ich habe es zumindest ziemlich oft gelesen, das hier ist der allerbeste Platz in Berlin, sprich auch dein Lieblingsplatz. Warum ist das denn so? Ich fühle mich hier zu Hause. Ich habe über die Jahre den Wirt kennengelernt, den mag ich sehr gerne, bin extremer St. Pauli-Fan und ich habe wahnsinnig wenig Zeit in Berlin. Ich weiß in Berlin, wenn ich Zeit habe, weiß ich nicht, wo ich hingehen muss. Und hier ist halt so ein Platz, der so ein paar Lieben von mir zusammenführt. St. Pauli und Bier. Warte. Nein, aber ich fühl mich immer wahnsinnig aufgehoben. Es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, ja. und Schönheit und Zuhause, wenn ich hier bin. Meistens verliert St. Pauli, aber wenn St. Pauli mal gewinnt, dann ist das hier natürlich einfach ein optimaler Platz, um ein bisschen Energie zu tanken. Ja. Wir haben uns natürlich nicht einfach so getroffen. Wir wollen über deine anstehende dritte Soloplatte sprechen, Junkies und Scientologen. Genau, dein insgesamt drittes Soloalbum, das jetzt nach 5 bis 6 Jahren Pause, je nachdem, wo man anfängt zu rechnen, rauskommt. Aber nicht nur das, du hast außerdem ein Coveralbum in petto und diejenigen von dir, die in den letzten Jahren auch Fan von dir als Buchautor geworden sind, die dürfen sich freuen, weil du ein Buch über die Toten Hosen rausbringst. Vielleicht, um irgendwie mal so einen Einstieg zu finden über so viel Information, welches Gefühl überwiegt denn jetzt gerade bei dir? Die Freude darüber, dass du jetzt sehr bald wieder ein großes Stück Musik rausbringst in die Welt, oder ist es gerade ein bisschen auch die Angst vor der Erwartungshaltung, die sich bei den Leuten irgendwie angehäuft haben könnte? Wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, über das Thema deiner Doktorarbeit, ja, der Objektivität im Musikjournalismus, dein großes neues Album, Junkies und Scientologen. Nein, also was mir besonders viel Spaß bringt zurzeit, ist, dass das lustigerweise alles so relativ gleichzeitig fertig geworden ist. Also das mit der Platte war ja wirklich total diffus, bis wir die... Ja, wir haben nicht dafür bezahlt, Also es, bis das fertig geworden ist, das war halt eine total verrückte und also für mich auch emotional und künstlerisch eine wahnsinnig harte Zeit. Und dann wussten wir irgendwann, dass es im Herbst halt fertig werden wird. Oder dass wir im Herbst dann mit der Platte rauskommen können. Und das Tote Hosenbuch war dann sozusagen so halb gleichzeitig. Und das habe ich dann so geballert, das Tote Hosenbuch. Also man gibt sich halt auch Mühe beim Ballern. Aber so, dass so, meine Tochter war 2 Wochen im Urlaub und ich so, Alter, jetzt wird das Tote Hosenbuch geballert. So, und das war auch sehr schön. Für mich ist es halt einfach total verrückt, gerade zu 2 künstlerischen Sachen befragt zu werden. So, es ist sehr viel auf einmal, auch sehr viel Input für die Leute. Aber ich glaube, die freuen sich. Es war ja auch jetzt 5, 6 Jahre nichts los. Ja, also aber ich finde das auch gut. Alle anderen würden so planen, so von wegen so, ja, wir müssen das ein bisschen weiter auseinanderziehen. Da ist zu viel Synergieverlust oder wie man sowas nennt. Und dann so alle anderen, ja, wir nicht. Wir bringen bei dir ist einfach hier, ich habe was für euch. Ja, irgendwie alles. So. Ja, nee, aber ist auch schön. Dann lass uns noch mal so ein bisschen über die letzten 5, 6 Jahre reden, weil ich mir vorstellen könnte, dass das sehr ungewöhnliche Jahre für dich waren. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dann hast du seit 1998, damals noch mit Tomte, alle 2, mindestens aber alle 3 Jahre ein Album rausgebracht. Und ist das so? Ja. Okay. Das habe ich versucht herauszufinden. Wenn das Internet nicht lügt, dann ist es so. Genau. Und dann kam jetzt die letzten 6 Jahre nichts. Ja. Also ich hatte ja dieses Buch geschrieben, Sophia, der Tod und ich. Genau. Da waren wir vom Erfolg, also mit ich, also ich habe das ja alleine geschrieben. Immer unseriös, wenn ein Autor sagt, ich habe das alleine geschrieben. Nein, also mit ich meine ich immer mein Manager Rainer und halt einfach meine Plattenfirma, die da auch was mit zu tun hat und sowas. So, dann waren wir halt überrascht von dem Erfolg. So. Und eigentlich hatte ich dann Lust nach diesem ganzen Buchschreiben und gelese, dass ich dann relativ schnell knackig eine Platte daran mache und sowas. Und das hat halt einfach überhaupt nicht geklappt. Ich habe es versucht und dann, also es war erst so eine Ahnung. Und dann dauert das bei so Künstlerhoschis wie mir immer, also von der Ahnung bis zur Realität, das dauert immer ziemlich lang, wenn man auch sich da seine eigene Dummheit nicht eingestehen möchte und sowas. Und dann habe ich nach 1,5 Jahren Arbeiten an der Platte, habe ich die Arbeit dann abgebrochen, weil ich gedacht habe, dass das wirklich, also ich war mir bei den Songs, die noch keiner gehört hat, das war mir schon peinlich mit den Texten. Okay. So, also das ganz simple Gefühl peinlich. Ja. Und dann habe ich das abgebrochen und dann habe ich nochmal ganz von vorne angefangen.
Und also was war das für ein Gefühl bei dir nach diesem Abbruch? Weil, also irgendwie total seltsam, weil du ja jemand bist, der nie nicht Musik gemacht hat. Und dann also der Abbruch war ganz, ganz schlimm und sowas. Das weiß ich noch ganz genau. Das kann ich auch genau an einem Tag festmachen. Ich bin ins Studio gefahren. Wir hatten am Tag davor vermeintlich einen Song fertig eingesungen. Mhm. Ich habe mich gewundert, dass abends nicht die SMS reinkommt. Hey, du bist der Geilste, geiler neuer Song. Und ich so, wann schreiben die Wichser denn endlich? Ich bin schon ein bisschen high. Jetzt geht's mal los hier und sowas. Und das kam halt einfach nicht. Mach die Tür zum Studio auf. Standen so Freunde von mir, die da mitgearbeitet haben, meinen so, der Text ist einfach nicht gut. Ich so, ey Leute, ne, das kann nicht euer Ernst sein. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe ich 6 Stunden Mittagsschlaf gemacht. Aus Wut. Wutschlaf. Ja. Und dann, so, das ist ja schon relativ witzig. Und dann habe ich wirklich einfach nochmal so 2 Monate nachgedacht, warum ich das nicht gut finde. Warum das eben dieser Bruch ist, von wegen so, dass man eigentlich immer weiter Musik gemacht hat oder dass man sich immer ganz okay fand und dass man sich jetzt einfach sozusagen wie blöd findet. Und dann war das Erste, als ich von meinem Freund Emil Elektroler nach Hause gefahren bin, von seiner Geburtstagsfeier kurz vor Weihnachten, und da ist mir kurz hinter Hagen, kurz vor Bielefeld ist in der letzten Zeit auch eine gute Stadt, um kreative Ideen zu finden. Ja. Da ist mir der Satz eingefallen, ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Videodrehs nach Hause fährt. Und da habe ich gedacht, oh, da könnte irgendwas dran sein. Das könnte irgendwas zu tun haben. Sind die Antworten zu lang oder geht alles? Nö, das geht alles. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich so seit 5, 6 Jahren extrem wütenden Unterstrom in mir habe. Und bei der Platte, aus der nichts geworden ist, da habe ich diesen Strom nicht zugelassen. Mhm. So, und da war das dann mit dem Satz, war das dann so, dass ich, okay, das respektiert, nicht das, das repräsentiert das, was ich zurzeit gerade am Denken bin. Und dann kamen noch Rudi Meier und Simon Fronzek dazu, und die haben dann, mit denen habe ich die Platte gemacht, und die haben dann gesagt, Thes, wenn du Texte schreibst, dann interessieren wir uns nur für dich. Ja. Also so quasi als Freunde und Fans und Produzenten. Wir wollen nicht irgendwelche Analogien hören, wir wollen das hören, was du denkst, okay, und das, was du bist. Das heißt, der Song über den Typen, der die Frau nach Hip-Hop-Videos nach Hause fährt, ist das allererste, was dir zur aktuellen Platte eingefallen ist? Ja. Okay. Ja, ich hatte dann diese kleine Gitarrenmelodie komponiert und hatte total Angst, Texte zu schreiben, weil ich meine, also weiß ich nicht, ob man ein drittes Mal anfängt, eine Platte zu schreiben. Mhm. Aber dann, ich weiß halt eben einfach noch so kurz hinter haben, wo ich gedacht habe, Mensch, das könnte irgendwas sein. Ja. So, weil ich das komisch finde. Und dann war das so ein Satz, der irgendwie kunstvoll ist, aber trotzdem nicht unkritisch. Und das ist dir einfach so eingefallen im Auto? Oder hast du, lief im Radio irgendwie? Ich fahre nur Bahn. Ach so, du fährst nur Bahn. Okay. Und du hast dabei was gehört oder irgendwas gesehen? Weil ich dachte nämlich so, klassische Situation, man sieht so ein Video und denkt sich, wow. Nee, ich glaube, das ist anders als bei normalen Menschen. Ich bin als Künstler konstant am Denken. Mhm. Also ich meine das nicht als Qualitätssiegel, dass ich mehr denke als andere, sondern bei mir ist also ein Drittel meines Gehirns ist nur dafür da, jetzt die ganze Zeit durch die Gegend zu gucken, ob hier irgendwas ist, wo ich eine Geschichte entdecke. Zum Beispiel Astra neben Craft Beer aus New York, aus Brooklyn. So, wie hat sich Brooklyn denn? So, das ist so. Ja. So, und so ist mir das dann halt eingefallen. So, einfach dieser Gedanke von diesem, aber es muss doch jemand die Frauen nach Hause fahren, wenn das da nachts ist. Und das ist ja auch kalt da in Berlin ab November. Und aber da werden ja trotzdem die Videos gedreht. Und dann ist der Asphalt ja auch nass, weil das dann gut aussieht. Aber wer fährt denn die nach Hause jetzt? Und das ist ja auch mit der ganzen Lingerie, die sie den ganzen Abend tragen müssen. Ist da jemand mit den Bademänteln? Kriegen die einen Bademantel über? Und wie ist das denn? Oder was? Da muss doch jemand die nach Hause fahren. Das finde ich großartig. Das mit dem nassen Asphalt und dem Bitte bleiben Sie gesund ist auch meine Lieblingsstelle im Song. Aber da sprechen wir später nochmal drüber, weil der erste Song, den du nämlich rausgebracht hast, ist 5 Jahre nicht gesungen gewesen. Die erste Single, die erschienen ist jetzt von dir. In der Hook heißt es, das Leben ist kein Highway, es ist die B73. Und ich weiß nicht, ob das an dieser Stelle vielleicht schon ein bisschen zu weit führt und ob ich ein bisschen zu sehr rumgesponnen habe. Oder ob das genau deinem Ansatz entspricht. Aber es gibt ein Interview von dir. Da seid ihr auch durch deine Heimatstadt gelaufen und du hast auch über die B73 erzählt. Und du hast gesagt, dass die allgemein als die Todesstraße oder Todesstrecke bekannt ist und auch eine Zeit lang mal die gefährlichste Bundesstraße Deutschlands war. Ja, genau. Ist diese Zeile an diesen Fakt angelehnt oder hat das damit gar nichts zu tun? Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist nur, da bin ich drauf gekommen. Was mich zurzeit auch so wahnsinnig wütend macht oder mich nervt oder worüber ich konstant am Nachdenken bin, ist
Also ich rede ja auch genug über Männer, dann kann ich auch mal über Frauen reden, ne? Ja. Wenn dünne Frauen bei Instagram Fotos von sich machen, mit einem Sixpack, während sie gerade Yoga in Bali machen und darunter dann schreiben, mache jeden Tag das Optimum aus dem Tag und auch dicke Menschen sind in Ordnung. Gibt es solche Menschen? Ja, ja, klar. Ja. Das weißt du, das weiß ich. Ja. So, das ist einfach so, ne? Das ist ja, also es ist die Vorgaukelung von Moral. Es ist die Vorgaukelung von etwas Besonderem. Und es ist eben auch die Vorgaukelung, dass das, was du gerade bist, das ist nicht in Ordnung. Denn schau mich mal an, wie ich hier gerade schön bin und sowas. Und ich glaube, dass das für wahnsinnig viele Menschen und vor allen Dingen auch für wahnsinnig viele Frauen wahnsinnig verletzend ist. Und da ist mir mal einfach aufgefallen, dass ein ganz normales Scheißleben mit irgendwie, also sagen wir richtig ganz normal, ne? Eine Frau, ein Mann, zwei Kinder, zwei Jobs, irgendwie alle 4 Wochen Elternsprechtag, wie finanzieren wir den Urlaub? Das ist ein ganz normales Scheißleben und das ist schon wahnsinnig anstrengend, das hinzubekommen, ohne dass das alles implodiert. Und dann wird dir jeden Tag irgendwie im Internet vorgegaukelt, dass das nicht reicht. Ich finde das frivol. Ich finde das wirklich frivol und gemein. Und da habe ich gesagt, das Leben ist kein Highway. Von wegen so, einmal im Leben schafft man es vielleicht nach Amerika. Und dann so, oh, guck mal, wir fahren gerade Highway, toll. Das ist aber nicht die Normalität. Die Normalität ist die B73 oder die Straße, wo du herkommst und sowas. Und das reicht auch. Es muss nicht jeder besonders sein. Ja. Weißt du, und ich finde das wirklich gemein. Ich finde das dem normalen Leben gegenüber von ganz vielen Menschen gemein, denen am Tag 20.000 Mal zu suggerieren, es reicht nicht. Du musst besser sein als das, was du gerade bist. Ich finde das frivol. Ja, man muss es sich aber nicht suggerieren lassen. Also ich meine, man kann sich ja auch aussuchen, von wem man sich bei Instagram bebildern lässt. Man kann die auch einfach ausschließen. Ja, doch, kann man schon. Ja, aber es gibt natürlich einen sozialen Druck bei solcher Sache. Ne? Ich meine, so funktioniert das gesamte Internet. Du wirst gelobt für eine Meinung. Hier gibt's ein Sternchen, da gibt's ein Sternchen. Dann wird das noch von den normalen Medien unterfüttert. Haben Sie schon gesehen, was die und da gemacht haben? Einfach und zu sagen, so ich mache da nicht mit. Ich will gar nicht wissen, was diese Leute machen. Das ist schon eine ganz schöne. Ganz schöner Kraftakt zu sagen. Ich verschließe mich dieser Sache und weil es normal ist, ist da auch schon wieder, ne? Ja, so, man soll normal sein, aber es ist eben nicht normal. So, das ist, da denke ich viel drüber nach. Das finde ich ganz schön crunchy zurzeit auf jeden Fall. Ja, schon Fakt, stimmt. Es ist, aber wenn man das weiß, ist einem ja schon mal auch geholfen, oder? Also, wenn man diese Plattform aufmacht in dem Wissen, okay, das, was ich hier sehe, das ist nicht das echte Leben und so muss das bei mir nicht sein. Damit ist einem ja schon mal geholfen. Und das entlarvt ja die ganze Sache auch. Ich glaube, du erwartest ganz schön viel von Leuten. Findest du? Ich glaube ja. Ich glaube, gerade weil das so der absolute Mainstream ist, dieses geh ins Fitnessstudio, stehle deinen Körper, optimiere dich selbst. Da ist ja, also es ist ja, ich meine, eine Subkultur zu gründen ist ja kein Witz, sondern eine Subkultur zu gründen erfordert Kraft und erfordert große Denker und Denkerinnen und zu sagen, ich verweige mich der Sache, die 95% meines Freundeskreises machen. Das ist dann Punk, ne? Und das ist immer eine ganz schöne Gewaltleistung. Ich finde das sehr in der Gesellschaft verankert und ich glaube, dass es auch ein Grund ist, warum die Leute zurzeit ganz schön wütend sind. Ein Satellit sendet leise von den äußeren Ringen des Saturn. Ohne dich wären die Welt und ich okay, dann reden wir jetzt weiter über deine Platte, weil die gibt nämlich viel zu sehr. Setzt sich deine Platte an vielen Stellen, wie ich finde, mit dem Thema Angst auseinander. Und ich habe auch das Gefühl, dass du jemand bist, der sich sehr gern und sehr oft mit Angst auseinandersetzt. Es gibt zum Beispiel diese Songs, die wie Danke für die Angst oder Menschen ohne Angst wissen, wie man singt, die das eben im Titel tragen. Es gibt aber auch Songs wie Ein Satellit sendet leise, der das eher so ein bisschen zwischen den Zeilen verhandelt. Also finde ich zumindest. Deswegen vielleicht erstmal grundsätzlich. Bist die erste Journalistin, die mich auf Satellit sendet leise anspricht. Das ist nämlich mein Lieblingssong von der Platte. Ja, wirklich? Ja. Bin ich ganz stolz drauf. Okay, dann lass uns darüber reden, siehst du? Vielleicht erstmal grundsätzlich die Frage, was fasziniert dich denn so sehr an diesem Gefühlszustand der Angst? Ich finde das aus vermeintlich negativen Gefühlen. Also ich muss ganz als allererstes sagen, ich leide nicht unter einer Angststörung. Ne? Das ist sozusagen, das meine ich damit nicht. Und ich habe das Gott sei Dank nicht und bemitleide alle, die das haben, sondern das ist einfach diese Angst.
zu sterben, die Angst, dass das Geld nicht reicht, die Angst, dass es lieben Freunden gut gehen soll. Sowas ist damit eher gemeint. Ich fand aber, dass diese vermeintlichen schwachen und dunklen Gefühle mich immer wahnsinnig begeistert haben oder auch so mich zum Nachdenken gebracht haben. Zum Beispiel dieses in dem einen Song über Stephen King. Heißt der Danke für die Angst oder heißt der Stephen King? Der ist Danke für die Angst, ne? Ja. So, das ist, also sozusagen, ich wollte über Stephen King schreiben, weil ich den so geil finde und weil der so ein bisschen so irgendwie runtergerutscht ist. Also er ist noch da, aber so, das ist so, ja, das ist der Gruselonkel und so. Ich so, nein, das ist einer der größten Schriftsteller der letzten 100 Jahre. Da bin ich dann so besessen von, habe ich gesagt, wir schreiben jetzt einen Song darüber. So, und dann ist mir aber in dem Zusammenhang, wo ich dann gedacht, was kann man über den singen, so wie ich halt früher bei meinem Kumpel Stagge so auf VHS so Twin Peaks geguckt habe und dann irgendwie einfach wirklich S gelesen, aber auch viel zu früh mit 14 und sowas, ne? Und dann irgendwie so, musste man ja dann so gegen 10:30 nach Hause wahrscheinlich, damit man keinen Ärger bekommt. Kommt so mit 14, 15. Und wie ich damals durch Nordniedersachsen, durch diese, wie wir das genannt haben, dicke Suppe, durch diesen Nebel, ne? Ich mit dem Fahrrad ohne Licht durch diesen Nebel geballert bin, ohne Rücksicht auf Verluste, weil einfach, also ich war mir sicher, dass hinter mir ein Monster ist, das mich jagt. So, und das, aber dieses Gefühl, dass irgendwas hinter mir ist, das hat mich auch nie so ganz verlassen. Ich finde das irgendwie relativ interessant und dass große Kunst nicht kommt von Leuten, die irgendwie ihre Steuererklärung super machen und von sich total überzeugt sind. Das glaube ich auch. Und dann habe ich gedacht, das könnte man ruhig mal singen. Dass das Angst und Zweifel wichtige Gefühle sind, die man vielleicht häufig auch mal zulassen sollte. Ja, finde ich auch. Und das ist sehr schön. Ich finde, das Spannende bei dir ist, wie du das Thema Angst irgendwie thematisierst. Also, ne, es gibt ja diesen Song Danke für die Angst und also jeder Mensch, also 9 von 10 Menschen würden ja sagen, Angst ist was total Bescheuertes. Das will man nicht haben, das ist scheiße. So. Und du bedankst dich für Angst. Oder du sagst, Menschen ohne Angst wissen nicht, wie man singt und gewinnst dir was Positives ab. Oder auch wenn man dein Buch Sophia, der Tod und ich kennt, dann weiß man irgendwie, du, weiß ich nicht, personifizierst den Tod und es kriegt so was ganz, fast schon was Witziges. Aber irgendwie. Wir sind ja Künstler und Künstlerinnen. Also ich meine, wenn wir nicht an die dunklen Plätze gehen, wer soll denn sonst dahin gehen? So, das ist, also die Leute haben ja Angst. Die Leute haben ja Angst, wenn die Kinder am Wochenende in die Disco fahren, kommen sie wieder zurück. B73, tödliche Strecke, ne? Meine das war so, können wir losfahren und sowas. Wer fährt dich? Sollen wir dich nicht abholen, musst du dahin und sowas, ne? Wie viele Kreuze da rumstehen und sowas alles. So, und wir sind die Künstler. Einer muss doch sich darum kümmern, aus den dunklen Gefühlen, die jeder Mensch jeden Tag hat, da irgendwie eine Nachhaltigkeit rauszuziehen. Erstmal zu sagen, du bist nicht alleine, was ich bei Kunst immer gut finde. Auch bei Jackson Pollock, wenn der einfach nur nackt mit Farbe eingemalt gegen eine Wand springt, ist es genau für mich genauso. Du bist nicht alleine, weil ich springe ja gerade mit Farbe gegen eine Wand. Da fühle ich mich auch sehr aufgehoben. Aber eben auch so hier. Die Kinder auf dem Weg in die Discos. Du am Zweifeln, ich fahre nochmal zum Deich. Was machst du da? Nichts. Dass ein Mann da alleine sitzt und eine halbe Schachtel Zigaretten raucht, weil er Angst um seinen Job hat und sowas so. Ja. Das ist, für mich ist das inzwischen, auch je älter ich werde, für mich, also ich weiß, dass ich ja nicht besonders berühmt bin und sowas, im Gegensatz zu anderen, aber dennoch habe ich mich dazu entschieden, mit dem Kram, den ich mache, was ich inzwischen Kunst nenne, die einen können geil zeichnen und die werden dann Architektinnen oder die anderen haben Bock, in der Industriehalle zu stehen, das riecht nach Maische, dann werden die Brauer und ich bin eben Künstler und deswegen versuche ich das so gut zu machen, wie es irgendwie geht, wo ich versuche dann eine Nachhaltigkeit und eine Ernsthaftigkeit und eben auch meine Persönlichkeit einzubringen. Das ist zurzeit so, wie ich darüber nachdenke. Das ist relativ simpel. Ja, ich finde halt, ich finde das irgendwie so, also ich glaube, sehr viele Musiker denken über Angst nach und ich glaube, sehr viele Leute beschäftigen sich auch mit der Angst und weil man ja auch zwangsläufig einfach nicht daran vorbeikommt, Angst zu haben im Leben. Jeder hat Angst, wahrscheinlich tagtäglich. Aber ich würde gerne mal so speziell nachfragen, weil es mich so krass fasziniert. Warum denn danke für die Angst? Also gab es irgendwie mal einen speziellen Moment, wo du gedacht hast, ey, gut, dass ich Angst hatte? Der Grund ist, dass wir uns gerade darüber unterhalten. Der Grund ist, dass ich mich nach
Nach 30 Jahren immer noch exakt. Wir können jetzt nach Hermoor fahren. Also Hermoor-Basbeck ist der Ortsteil. Ne? Da gehen wir eigentlich nicht so gerne hin. Wir fahren nach Hermoor-Basbeck eigentlich nur, weil Stagge da wohnt. So eigentlich sind wir eher Wastader. Na klar. So, aber wir könnten jetzt dahin fahren und ich könnte dir dann x-en malen, wo das Gefühl entstanden ist. Wo das war. Da musst du da und dann ist da der Bahnhof und da genau an der Stelle habe ich das Gefühl bekommen, das, was hinter mir ist. Und ich finde das faszinierend. Ich finde das lyrisch und geil, über sowas nachzudenken und sich sowas zu merken. Ja. Okay. Das ist so. Und dann einfach, dass man auch eben auch das Produkt aus den negativen Erfahrungen ist und sowas. Mhm. Wie langweilig das sein muss, wenn man einen guten Körper hat und ein volles Konto. Das ist doch kein Leben, das ist doch deprimierend. Wo soll denn da irgendwas herkommen? Es muss doch mal knarzen. Ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, bei den Leuten knarzt es auch, nur das ist nicht Teil deren öffentlichen Erscheinung. Geil, dann hören die meine Platte und dann fangen die an zu heulen. Wahrscheinlich, ja. Aber das ist ja auch gut, oder? Klar, heulen ist doch eh das Beste. Ja, schon. Okay, dann lass uns noch mal über eine andere Sache reden, die mir ganz stark aufgefallen ist, als ich deine Platte gehört habe. Und zwar, finde ich, bist du jemand, der seit Beginn seiner Solokarriere vor allem seine Musik ganz oft mit popkulturellen Referenzen spickt. Also jetzt nur, um jetzt mal auf dem aktuellen Album zu gucken, da geht's los bei, du hast es gerade genannt, Stephen King, Stranger Things, Avicii, Katy Perry. Dieses ganze Coveralbum ist eigentlich eine Referenz an sich, wenn man so möchte. Man hört eigentlich jeden Song an, dass du dich oder auch mit wem du dich im Vorhinein beschäftigt hast irgendwie oder was dir durch den Kopf gegangen ist an Kunst, sage ich jetzt mal so. Freue ich mich sehr. Ja, warum ist es dir denn so wichtig, dass du diese Verweise auch so ganz offensichtlich in deiner Musik und in deinen Songtexten so vor dir herträgst? Also der Ursprung dessen ist, glaube ich, erstmal gewesen bei der Platte, die nicht geklappt hat. Mhm. So zum Beispiel. Also wenn ich jetzt sage, so danke für die Angst, damit meine ich an mich, habe ich ja gerade erzählt. Aber die Platte, die es nicht gibt, das war so gefühlige Mucke über mich selber. Und das hat mich so, ich so, Alter, ey, du bist jetzt fast 70 und du redest immer noch darüber, so, dass bei dir was nicht klappt und sowas. Hast gerade über 100.000 Bücher verkauft. Was bist du denn für ein peinlicher Oschi? So und das habe ich halt abgebrochen. Und dann ging's los. Dann haben wir das anders geschrieben, anders angefangen zu schreiben. Und es war zuerst relativ unbewusst, aber dann war eben die Geschichte mit Avicii, ne? Und der Anfang war einfach, das hat mich so traurig gemacht, dass ein Typ, bei dem ich die Musik geliebt habe, wo ich überhaupt nicht in der Szene bin, sondern ich fand einfach geile Popsongs, genial, super. Und das alleine bei mir zu Hause in der Küche. Ich brauche keinen Rave. Der Rave ist in mir. Geil. Das habe ich so geliebt. Und dann eben das, dass der das leider nicht geschafft hat. Und dann, was wir gerade hatten, dass es den Leuten auch schwach geht. Für mich, also auf der einen Seite als Vater einer Tochter und auf der anderen Seite auch als Musiker, dieses Wissen, dass auch einfach dass dieses 50 Millionen Euro auf dem Konto zu haben, ne, dass dem das offensichtlich nicht geholfen hat, irgendein Pflaster zu sein. Im Sinne von, ich kaufe mir jetzt einen Guru, der sich um mich kümmert. Oder irgendwie sowas. Dass es eine Sache ist, die nichts miteinander zu tun hat. Das tat mir so leid. Es tut mir so leid um die Mutter, weil die ja auch irgendwann mal gesagt hat, irgendwie in Stockholm auf dem Markt so, mein Sohn macht jetzt Musik und er ist ganz erfolgreich. Und dann sagt sie irgendwann, mein Sohn war ganz erfolgreich. Und das war leider vielleicht das Schlechteste. Das hat mich persönlich sehr betroffen gemacht. Und dann, weil Rockmusik auch nicht besonders in ist zurzeit, habe ich dann mit Rudi und Simon, Maya und Fronzek gesagt, so Digga, das machen wir jetzt einfach. Der Song heißt Avicii. Und dann einfach so, Stephen King ist doch der Geilste. Natürlich machen wir einen Song über Stephen King. Und dann ist uns aufgefallen, dass diese vermeintlich, also es geht ja um ganz enge Freunde auf der Platte von mir und auch über die berühmtesten Menschen auf der ganzen Welt, Bob Dylan. Und da haben wir gesagt, so, das ist eine gute Leinwand, die ballern wir jetzt voll. Ja. Das hat uns, und dann war das eben auch Visier runter, ab an die Rockflak und dann wird geschossen. So, das fanden wir irgendwie gut. Die Vierfaltigkeit der Bobs, Bob Marley, Bob Dylan, Bob Andrews und Bob Ross, das ist halt einfach super. Ich finde das künstlerisch. So, und weil ich dann jetzt zum Beispiel einfach sagen kann, dass ich Bob Dylan bis 41 nicht verstanden habe und das auch nie gehört habe. Und wenn Bob Dylan heute, also ich meine, es tut mir leid, es hat ja schon vor langer Zeit komponiert, aber wenn er singt, How Does It Feel, dann ist das bei mir im absoluten Kernzentrum meiner dunklen Seele. So dieses How Does It Feel.
Das finde ich super. Und dann darf ich das singen und dann kann ich mich immer daran erinnern, mein ganzes Leben lang. Aber die Zukunft ist ungeschrieben. Die Zukunft ist so schön vakant. Und ich komme dich besuchen, egal ob Stammheim oder Bundeskanzleramt. Es gibt einen, also du hast eben schon mal gesagt, diese Leinwand an Sachen, die ihr zusammengeführt habt. Es gibt einen Pressetext zu deinem Coveralbum, mhm, und da wird das Begriff Ullmann-Versum drin verwendet. Ist das so? Das ist so. Okay, cool. Ja, das ist tatsächlich okay, cool, so. Okay, und cool. Ich finde, also ich fand das eigentlich ganz schön. Ich finde Pressetexte auch immer ein bisschen, ne? Aber das fand ich voll schön, weil das irgendwie so auf den Punkt bringt. Irgendwie war es so um dich rum und in deiner Musik und was du überhaupt alles so an Output rausbringst. Fand ich den Begriff Ullmann-Versum sehr schön. Vielleicht kannst du mal erklären, wenn du das überhaupt kannst, was macht denn das Ullmann-Versum aus? Von wo bis wo geht das denn? Was gehört denn alles ins Ullmann-Versum? Also ich bin nicht besonders gut darüber, über mich selbst zu reden. Ich bin norddeutscher Protestant. Da ist das Selbstlob quasi echt eine Todsünde. Aber das ist ja kein Selbstlob. Ich weiß es nicht. Das ist so eine wahnsinnige Gemengelage. Das ist so, zum Beispiel ist es bei mir ganz wichtig, ich mit 16 oder 17 war ich in der Punk-Szene, aber nicht in so einer Punk-Szene, wie ihr das kennt, sondern ich habe so Fanzines gelesen. So. Ich kann das nicht erklären. Das ist dieses, weil ich dachte, dass ich keine Chance habe, das zu machen, was ich jetzt mache. Hatte alles, was ich mache, hatte eine Angst, aber auch eine extreme Dringlichkeit. Also die konstante Furcht, dass das nicht gut genug ist, dass die Platten zu scheiße klingen, dass der Zeitgeist weiterzieht und ich hinten runtergeschmissen werde. Und weil ich aber auch immer einen großen Spaß hatte, Leute zu loben in Interviews, auf Platten mitzunehmen, das abzufeiern, was ich gut finde, so eine dolle Form von Lebensfreude, ohne Rücksicht auf Verluste. So, was ist jetzt cool, was ist jetzt nicht cool? Entschuldigung, wenn man Angst hat und schon 6 Bier getrunken hat, dann ist die Frage, was ist cool, die stellt sich da nicht mehr, weil man einfach so, sich wie konstant wie ein Welpe freut. Ja. Und dann hat man sich halt jetzt natürlich auch mit dem Erfolg, hat man sich vielleicht auch so eine kleine Bastion erkämpft, wo man sagen kann, machen wir jetzt. Wir covern jetzt Haiti. Ich weiß ja selber noch nicht mal, wie sie das findet. Aber wir haben den Haiti-Song Gold, den haben wir einfach so geliebt, dann mussten wir den covern. Da ist kein Weg dran vorbeigeführt. Alles andere wäre Feigheit vor dem Feind. Und das Universum. Ich weiß es nicht. Mir ist halt Rockmusik noch was wert. Ja. So, ich finde Rockmusik total geil. Ich finde, Rockmusik hat total viel anzubieten. Im Bereich, wo ich Rockmusik gemacht habe und konsumiert habe, war Rockmusik eine liberale Kraft, eine Kraft zur Dunkelheit, zur Schönheit, zur Nachhaltigkeit. Ich meine, so damals, als man Turbo Negro zum ersten Mal gesehen hat, ne, das war wie eine Explosion. Geschminkte Männer in Unterhosen, die dann plötzlich so Dark Rock'n'Roll machen, ne, das war ein tolles Gefühl. Ja. Einfach. Und weil ich Rockmusik so liebe oder die Kunst so liebe, deswegen bin ich vielleicht Dollar. Dann gibt es ein schwarzes Loch und aus dem schwarzen Loch entsteht dann ein Universum. Ja. Das war da war deine Überleitung vorhin noch wesentlich besser als das, was ich hier gerade gemacht habe. Ich finde, das war okay. Uah, das, danke. Das kann man schon machen, doch. Was ich mich gefragt habe, so jetzt, wo wir die ganzen popkulturellen Referenzen schon mal besprochen haben und du auch Avicii und Haiti genannt hast und so, funktioniert Musik machen für dich eigentlich auch nur, wenn andere Musik, egal aus welchem Genre sie jetzt kommt, auf dich Einfluss nimmt? Da würde ich das zweiteilen. Also sagen wir es mal so, wenn im Frühjahr Turbostadt eine neue Platte rausgebracht hätten, mhm, und die wäre sehr gut gewesen, weil wir wissen, dass Turbostadt-Platten immer sehr gut sind, mhm, dann hätte ich das wahrscheinlich vermieden, das zu hören, weil so von wegen so, oh, die sind fertig, oh nein, ist es gut, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Also das würde ich dann, raushalten. Bei engen Leuten, die Lang lebe der Tod, Casper-Platte, die habe ich wahnsinnig lange nicht gehört, weil ich mich da nicht rangetraut habe, weil ich das so sehr liebe und dann von wegen so, also das Gefühl, du bist einfach schlechter, ist kein gutes Gefühl. Das ist für mich
anstrengend als Künstler und das liegt mir dann auf der Seele und sowas. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann toll, das von Haiti zu hören, wo ich überhaupt nichts mit zu tun habe und das dann in so eine Liebe zu explodieren. So. Ja. Ich würde das ich, so halb. Ja. Wahrscheinlich höre ich mehr artfremde Sachen bei einer Produktion und der Spaß kommt dann wieder später, der Rock'n'Roll-Spaß. Ja. Ich hole hier nur die Tänzerinnen vom Tanzen ab, um im vorgewirrten Auto zu ruhen, um über die Runde zu kommen, muss jeder etwas tun. Dann lass uns noch mal gerne über den Song reden. Ich bin der Fahrer, der die Frau nach Hip-Hop-Video Dresden nach Hause fährt. Mein persönlicher Lieblingssong von der Platte, mag den sehr, sehr gerne. Es geht nämlich, wahrscheinlich brauchen wir es inhaltlich nicht groß erklären, es geht genau um den Typen, der die Tänzerin einsammelt nach den Hip-Hop-Videos. Und das Spannende an der Sache fand ich aber war die Perspektive in dem Song auch wieder. Weil ich habe gedacht, als ich den Titel gelesen habe, okay, jetzt folgt so ein taximäßiges Rückbank-Vordersitzgespräch, was ja auch ganz kurz so in dem Song vorkommt. Aber ich dachte, das wären so die kompletten 5 Minuten. Und in der Essenz wäre es irgendwie so, dass sexistische, materialistische Hip-Hop-Videos kriegen jetzt komplett ihr Fett weg. Aber das passiert ja gar nicht so richtig. Also es ist eher so, dass das lyrische Ich so irgendwie vor diesem ganzen Szenario steht, so empfinde ich es zumindest, und das einfach nur schildert und über sich ergehen lässt und dabei ist, mehr oder weniger. Vielleicht erstmal, wie sehr kannst du dich denn mit diesem Typen, mit dem besagten Typen, der die Frau nach Hause fährt, identifizieren? Also ich hab mal hart gearbeitet, ne? Also ich weiß, wie das ist, irgendwie nachts aufzustehen, um Altenpflege zu machen. Deswegen ist das halt, kann ich den Ethos des Arbeitens kann ich nachvollziehen. Identifizieren. Also er bewertet ja auch nicht. Also genau. Dass du so, er sitzt da ein, also er hat ja ein relatives ein beobachtendes Unverständnis. Mhm. Und dann ist das aber auch schon wieder egal, weil er sagt ja so, das ist das, was wir tun, um über die Runden zu kommen. Ja. So, ich arbeite hier, damit ich mir die Wohnung leisten kann. Und es ist halt einfach eine kleine Rock'n'Roll-Geschichte. Ich finde manche Sachen aber auch einfach künstlerisch so peinlich, dass es nichts bringt, darüber zu sagen, dass das peinlich ist, sondern musst du es einfach nur genau beschreiben, dann ergibt sich die Peinlichkeit schon aus sich selber heraus. Mhm. So, Peinlichkeit, ist das richtige Wort? Ich meine, die Leute lieben den Scheiß ja. Was erstmal kein Qualitätskriterium auch ist. Aber Kunst wird nicht schlecht, nur weil das viele hören. Ja. Nein, ich weiß es nicht. Also muss ich einfach aus. Also so, dann machen wir jetzt mal die schnelle Antwort. Natürlich liegt mir das auf der Seele als Künstler, dass irgendwie offensichtlich ein nicht nur wenig, sondern ein extrem reaktionäres Frauenbild bei großen Teilen der Gesellschaft überhaupt kein Problem ist. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, ob das jetzt vermittelbar ist oder nicht. Da werden 3 Frauen gemietet, die laufen von A nach B. Das wird alles im Bordell aufgenommen und irgendwelche Leute rappen währenddessen über die Ehre der Familie. Also da ist die Textbildschere so groß, ja. das finde ich, aber das ist dann eigentlich mehr so Kunst für ein Museum, wo nur moderne Kunst rumhängt. So, weil das finde ich, das ist einfach mein absolutes Unverständnis. Ja, wenn ich solche Videos sehe, dann ist mein erster Gedanke so, Alter, was für ein sexistischer Müll, was ist das eigentlich? Also 10-mal gesehen und total überholt und bei dir findet irgendwie so der Gedankengang statt, also wahrscheinlich auch der Gedankengang, na klar, das ist ja irgendwie geschlechtermäßig komplett überholt und Müll. Aber dann irgendwie auch trotzdem der Gedanke, warte mal, wer fährt eigentlich die Frau nach Hause? Das finde ich total absurd. Also damit wer hat die Kartei, wo jemand anruft und sagt, wir brauchen eine Asiatin, 2 Deutsche, eine davon bitte, weißt du, hier so mit der Rose auf der Hand und andere Totenkopf und sowas und eine Katrina da und wir brauchen dann noch 3 Leute mit diesem Motorradstunts so. Ja, und welches Öl nehmen wir eigentlich, um die Muskeln des Rappers einzuölen? Die richtig guten Maskenbildner machen ja einmal im Jahr ihr Blut immer selber und die geben die Tipps immer nicht weiter. Ich weiß nur, dass Teebeutel mit schwarzem Tee eine große Rolle spielen beim Kunstblut. So kurz vorm Hip-Hop-Video.
Das ist dann mehr Horrorcore, ne? Ja, oder so, oder so. Nein, das ist, ich weiß nicht. Aber das ist, es ist ja auch in Ordnung, wenn 20-Jährige eine Jugendkultur sich erschaffen, mit die ich nicht verstehe. So war es, so wird es immer sein. Ja. So, und ich finde es ja auch gut, ehrlich gesagt. Ich meine, alles andere wäre Quatsch. So, das ist ja grauenvoll. Also alleine schon, dass ich mit meiner Tochter beim Billie Eilish-Konzert war, ist ja eigentlich punk-definitionsmäßig erstmal grauenvoll. War trotzdem super, außerdem habe ich die Tickets klar gemacht. So, aber so, es ist in Ordnung, dass die sich ein Codesystem aufbauen, das ich nicht verstehe. Meiner Meinung nach ist es so geplant. Aber die Leute sollen auch nicht so tun, als wäre ich zu dumm zu schnallen, dass dieses Menschenbild auf jeden Fall reaktionärer ist als das, was ich hatte, als ich 92, 93, 94 groß geworden bin. Ja, vielleicht. So. Ja, aber so würde ich das sagen. Ja, ich würde, glaube ich, auch gar nicht sagen, dass du das nicht verstehst. Ich glaube, mit der Beschreibung, die dann im Song stattfindet, ist das Ganze schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Also, das soll dann entscheiden. Es läuft ja wahrscheinlich genau so ab. Norddeutscher Protestant. Ja, okay. Dann überspringen wir das Selbstlob oder das. Gerne, wäre super. Nee, wenn du das aber in deine Fragen einbauen könntest, das wäre natürlich super. Okay, ich gebe mein Bestes. Neben den Überleitungen mache ich das. Nein, mache ich jetzt nicht. Wir wollen oder ich möchte mit dir noch über diese Gegenüberstellung von Genres reden, die auf deiner Platte voll oft stattfindet. Du hast gerade eben schon mal über Avicii geredet. Ja. Und ich zitiere nicht gerne, aber ich mache es schon wieder aus dem Pressetext. Und zwar heißt es da, zwei Künstler, die auf den ersten Blick nicht verschiedener sein könnten. Und ich finde diesen Moment, okay, hier passiert was, was so offensichtlich gar nicht zusammenpasst, den gibt es auf deiner Platte insgesamt dreimal. Und zwar einmal mit diesem Avicii-Song, einmal mit diesem Hip-Hop-Song und einmal mit dem Katy Perry-Song. Und da habe ich mich gefragt, was fasziniert dich denn an diesen so offensichtlich konträren oder so offensichtlich musikalischem, auch weit weg von dieser Rock-Sozialisation, dass du das irgendwie so mit in deinen eigenen Kosmos aufnimmst? Vielleicht könnte es sein, dass für mich die Geschichte zwei Männer sitzen, okay, beim Avicii-Song sitzen ja zwei Männer am Tresen, oder erwartet auch, aber dass du sozusagen dieses vermeintlich offene, ich sitze in einer Kneipe und trinke Bier, dass das irgendwie auserzählt ist für mich. Mhm. Oder wie einfach mit 45 manche Sachen einfach auserzählt sind. Selbstzweifel ist für mich auserzählt. So, das ist Quatsch, wenn ich sage, dass ich noch an mir zweifle. Geiler Satz. Aber was mich aber interessiert, sind halt so Sachen mit einer künstlerischen Fallhöhe. Ich schreibe jetzt was über Katy Perry. Warum? Weil ich Katy Perry irgendwie geil finde und weil ich auch mal sagen möchte, Katy Perry, ich spüre deinen Schmerz. Komm zum GHVC. So kann man alles nicht vergleichen, aber es bringt mir so Spaß, das zu singen und sowas. Und mir bringt es auch Spaß, darüber nachzudenken, was uns alle als Künstler und Künstlerinnen eint. Das ist das. Und irgendwie über Sachen nachzudenken, die ich eben nicht kenne. Und einen Song von Haiti zu covern und zu gucken, dass das halt so toll wird, wie das irgendwie ist. Ich weiß nicht, was ich vorhin meinte, dass ich einen relativ wütenden Unterstrom habe zurzeit. So, aber natürlich muss ich auch die Sachen suchen, die mir Mut machen oder die ich toll finde und sowas. Und ein Gedanke, den ich zurzeit habe, das ist aber mehr ein Gedanke aus dem Tote-Hosen-Buch, dass ich halt für einen Song auf der Platte habe ich einfach wahnsinnig bei Joe Strummer geklaut. Und dann habe ich aber gesagt, aber wir sind ja auch Kollegen, weil wir beides Künstler sind. Er weiß das vielleicht nicht, aber ich weiß das. Aber ich war neulich auch bei der Universität der Künste beim Abschlussfest, wo dann so der Jahrgang, der gerade fertig ist, die machen dann eine Ausstellung. Und jeder Künstler und jede Künstlerin präsentieren so ihre Sachen, die sie so gemacht haben, Abschlussarbeit. Das war der schönste Tag des Jahres 2019. Diese jungen Künstler zu sehen, wie die da, also und wenn ich Schrott sage, ne, dann meine ich das auch im Sinne von, ja, meine Songs sind auch Schrott, aber wie die mit ihrem Kram da so stehen und so in die Welt reingehen und da habe ich gedacht, ich spüre keinen künstlerischen Unterschied zwischen einer 21-Jährigen aus Görlitz, die sich dazu entschieden hat, großflächig schwarze Plakate anzumalen und mir Dödel, der was über Avicii singt. Ich glaube, dass bei uns in den Gehirnen, glaube ich, wenn man das ins, wie heißt das? MRT oder was? Ist das jetzt so ein MRT? Ja. Dass wenn die ein Bild malt und wenn ich über den Fahrer, der die Frau nach Hip-Hop-Songs nach Hause bringt, wenn man das MRT-mäßig abscannen würde, ich glaube, da wird in genau den gleichen Bereichen ist es dann funkeln. Wahrscheinlich. Und das finde ich irgendwie finde ich das einen schönen Gedanken. Ja, vor allem, dass es funkelt. Das war toll gesagt. Danke. Ja. Ich möchte jetzt um diese Hip-Hop-Thematik und dieses Aufploppen von verschiedenen Genres auf deiner Platte abzuschließen, möchte ich noch eine Frage stellen, eine sehr heikle Frage, die auf
doch eigentlich sehr sicheren Quellen basiert, aber mal gucken, ob das stimmt oder ob ich jetzt hier ein Gerücht aufgeschnappt habe. Egal. Ich habe eigentlich aus ziemlich sicherer Quelle erfahren, dass du entweder mit dem Gedanken gespielt hast oder dass es dir vorgeschlagen wurde. Das weiß ich nicht mal ganz genau. Deine aktuelle Platte JBG4 zu nennen, was ist da dran? Das war nun mal so eine geniale Idee. Aber das war schon eine Idee deinerseits? Nee, ich glaube, auf den Schrott sind wir zusammengekommen. Okay. Und so. Warum ist es im Endeffekt dann Junkies und Scientologen geworden? Weil das künstlerisch uns mehr entspricht. Und weil ich ehrlich gesagt glaube, dann wären die Interviews sich noch mehr. Das ist wahnsinnig unvorteilhaft, wenn ich so sitze, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. So, dann wären noch mehr Fragen dazu aufgekommen. Dann hätte es wahrscheinlich vom Rolling Stone ein Angebot für ein Roundtable gegeben. Und dann wird die Größe, so jetzt sage ich das einfach mal, ne? Die Größe und Schönheit dieser Platte wäre limitiert worden. Mhm. Und die ist jetzt einfach nicht mehr da. Und ich glaube einfach so an diese Roundtable-Sachen und Diskussionen mit Leuten, die sich zu einer gewissen Abgedrehtheit in ihrer Meinung entschieden haben, da bringt das Diskutieren, da bringt der Roundtable nichts. Okay. Ja, und deswegen finden wir die Idee gut. Wir haben sie verbraten. Wir haben sie auch angemeldet. Also keiner kann die Platte jetzt, kann eine andere Platte jetzt noch so nennen. Patentamtmäßig eingetütet. Nee, so. Okay. Aber sie heißt Junkies und Scientologen. Sie heißt Junkies und Scientologen. Ja, sehr gut. Dann würde ich, um auch so langsam das Ende unseres Interviews einzuleiten. Wann kommt JGB5? Genau, das wäre die allerletzte Frage tatsächlich gewesen. Ich würde tatsächlich gerne nochmal so, um das so ein bisschen thematisch auch abzuschließen. Ich finde das ja super, dass Bushido mit der Polizei zusammenarbeitet. Die Leute sollten viel häufiger die Polizei rufen, wenn irgendwelche Scheiße passiert. Weil die Polizei ist nämlich dafür da. Die anderen sind nämlich nicht dafür da. Ja, aber das ist halt so lustig. Hallo, hier ist Bushido, könnt ihr mal vorbeikommen. Finde ich wahnsinnig witzig. Und dann so. Haben Sie nicht in den letzten 4 Jahren viel Zeit damit verbracht, gegen uns zu sein? Du könntest mal einen Song schreiben aus der Perspektive des Polizisten, der abgenommen hat, als Bushido angerufen hat. Der Polizist, der abgenommen hat, als Bushido angerufen hat. Wäre ein super Songtitel. Wir haben mal überlegt, ob wir einen Song machen, der heißt Bushido, bei mir kannst du dich sicher fühlen. Oh, mega. Bin fast ein bisschen traurig, dass der nicht auf der Platte ist. Gibt schon genug Sachen mit Hip-Hop und sowas. Die Szene soll sich jetzt mal um sich selber kümmern. Ja. Ein 45-jähriger Typ. Das ist absolut richtig. Ne? So ein Bruce Springsteen-Hoshi muss sich da wieder... Muss den Hip-Hop regeln. Na klar, so ist es. Um jetzt so ein bisschen das hier abzuschließen. Was mir aufgefallen ist auch, als ich dann nochmal das Album als Ganzes gehört habe, ist, ich finde, was so deine Platte komplett so überdacht oder über allen Songs steht, ist, dass du, glaube ich zumindest, wahnsinnig gerne in andere Rollen schlüpfst oder Dingen oder Sachen Aufmerksamkeit schenkst, die sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass du irgendwie Dinge, die eigentlich unsichtbar sind, sichtbar machst auf der Platte. Zum Beispiel, wir hatten es jetzt, wie du an Angst herangehst, wir hatten es mit Avicii, wir hatten es mit den Hip-Hop-Videos, du hast einen Song über Hannover gemacht. Ja. Eine Stadt, also weiß nicht, wenn ich über eine Stadt singen müsste, dann wäre es nicht Hannover auf jeden Fall. Also Hannover wäre auf jeden Fall nicht mein erster Gedanke, auch nicht als gebürtige Niedersächsin so. Und dann überhaupt seine Platte auch Junkies und Scientologen zu nennen und sich damit so Randgruppen irgendwie zu widmen. Woher kommt denn das, dass du so ganz offenbar so einen ganz anderen Blickwinkel oder eine ganz andere Denkweise hast irgendwie? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass du total recht hast. Ich habe das so noch nie gehört, aber du hast total recht. Wenn man von Berlin kommt mit dem ICE und dann in Richtung Ruhrpott fährt, wenn man auf der rechten Seite vom ICE sitzt, dann ist da eben dieser Fernsehturm, auf dem Nutzfahrzeuge steht. In der VW-Schrift. Wo ist diese Werbeagentur, die sagt, ey VW, ich habe eine gute Idee, da ist ein Fernsehturm, ne? Wir schreiben da Nutzfahrzeuge drauf. Glauben die, dass man damit ein VW-LKW mehr verkauft? Das finde ich, da kann ich Stunden, tagelang drüber nachdenken. Und so ist es, was ich meinte, dass ich immer am Denken bin, dass ich immer am Suchen bin und eben in diesen vermeintlichen kleinen Sachen für mich eine größere Schönheit entdecke als den Weg von der Goldelse zum Brandenburger Tor. Das ist für mich offensichtlich, das ist für mich langweilig. Ich finde Herr Mohr halt interessanter als Berlin.
Die Jugend der Welt will hier hin, das ist total in Ordnung und sowas. Aber ich finde Abhängen an der Tankstelle in Hemmoor irgendwie geiler. Ja. Und nach der Jugend und nach den 20ern, vielleicht auch 30ern. Kommen immer noch ich. Kommen sie alle wieder zurück nach Hemmoor wahrscheinlich auch. Ja. Okay, dann kurz und schmerzlos zum Schluss. Katy Perry sitzt jetzt neben dir und du hast genau Einsatzzeit, sie davon zu überzeugen, zum GRVC zu kommen. Was sagst du? You can dance with Markus Wiebusch tonight. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Mega. Ja. Kommen daher, da darf ich es einmal sagen. Aber, ja. Aber hier ist schon wieder die nächste Geschichte. Okay. Ja, erzähl sie. Wird ja nicht gefilmt. Ne? So, pass mal auf. Früher, als wir noch richtig Angst hatten. Ne? Dritte ja. Tomteplatte hinter all diesen Fenstern. Wir alle, ich kein Geld, eine Reeperbahn 127 über Crazy Jeans gewohnt. Eine Zeit so verrottet. So, also das war ja immer geiler, wie weniger Geld man hatte. Ne? Das fand man immer geiler. Und dann waren wir in diesem Tonstudio. Die erste Zeit vom Grand Hotel Van Cleef und wir konnten dieses Tonstudio irgendwie bezahlen. Und dann kam Markus irgendwann vorbei und hat sich mal so die Demos oder die halbfertigen Songs angehört. Und dann hat er uns, Markus ist ja, hat so eine ganz schöne autoritäre Ausstrahlung. Und dann hört er so, schreit den Namen meiner Mutter zum ersten Mal. Und dann guckt er uns so an. Sagt, wisst ihr eigentlich, wie die Leute zu diesem Song tanzen werden? Und wir so, hä? Und dann schiebt er den Stuhl beiseite und macht so. Und springt so durch die Gegend. Und wir konnten das alle gar nicht glauben, dass Markus Wiebusch vor uns tanzt. Und das sah so cool aus. Und das kam so unvermittelt. Und das habe ich nie, das war so absolut verrückt. Und dann war das halt so der Weg, dass ich da dann auch wieder Markus, das mit dem Tanzen, hinter all diesen Fenstern im Studio. Ja. Katy Perry, we go dance with Markus Wiebusch tonight. It's gonna be awesome. Ich glaube, wenn du es ihr vormachst, dann wird sie nicht nein sagen. Dann ist das sicher. Cool. Sehr gut. Ey, Thees, ich danke dir vielmals, vielen dass Dank. Du dir Zeit Großer genommen Spaß. Hast für uns. Danke Ey, für mir die hat Frage. Auch riesen Spaß gemacht. Genau, wenn das Interview rauskommt, ist deine Platte, glaube ich, auch schon draußen. Man kann nur hoffen. Doch, das Interview und die Platte wird schon draußen sein, wenn das Interview draußen ist. Deswegen hört sie euch an. Ich danke dir vielmals. Es war sehr schön. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss.